YouTube-Kanal, den wir jetzt für euch erstellt haben, auf vierfachen Wunsch, muss man dazu sagen. Vielleicht können wir zum Einstieg auch einfach mal die Frage beantworten, wo kommt denn die Firma Shift2Passion her? Ich bin der Markus. Und ich bin der Matthias. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Noch zu gut, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mehr Vorgeschichte, weil jeder von uns hat einmal irgendwo seine beruflichen Wurzeln gefunden, wie wir eigentlich überhaupt mit dem Thema Automobil angefangen haben. Das war dir schon sehr lange her, oder? Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war am 1. September 1986, habe ich mich da mal entschlossen, den Beruf lernen zu wollen, familiär völlig unbelastet im Kfz-Handwerk. War der Erste, der das gemacht hat, und habe den Beruf gelernt. Kfz-Elektriker gab es damals noch. In Darmstadt, in einem Nutzfahrzeugbetrieb, war da relativ schnell auch jemand, der selbstständig arbeiten musste, und bin dann über Bundeswehr und so die üblichen Umwege dann bei Mercedes gelandet, bei einem Vertragspartner in der Nähe von Frankfurt am Main. Habe da sehr viel über das Produkt gelernt, sehr viel Menschliches gelernt, mit anderen Leuten zusammen. War eine sehr, sehr tolle, spannende Zeit. In dieser Zeit habe ich dann auch noch meinen Meisterbrief gemacht, das heißt, habe mich ein Stück weit weiterqualifiziert und habe dann mal entschlossen, wie so viele andere auch, irgendwie muss es weitergehen. Was ist los? Alter, du hast so einen langen Lebenslauf. Das ja, ich bin halt aber auch schon 2 Tage älter wie du. Ja, 2, 3 Tage. So, ja. Und ja, habe dann irgendwann mal gesagt, Mensch, du musst mal raus aus der Werkstatt, was anderes machen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, muss auch mal irgendwann Geld verdient werden. Und bin dann zur Daimler AG direkt gewechselt, habe da 14 Jahre lang das technische Training wie soll ich sagen, mitgestaltet, nenne ich es jetzt mal, national und international. Das heißt, ich habe Trainingskonzepte erstellt, ich habe das durchgeführt, bin in der Weltgeschichte rumgereist. Auch insgesamt eine sehr, sehr spannende Zeit. Und naja, irgendwann kam halt Markus. Irgendwann kam ich, genau. Also ich kürze mal meine Story ein bisschen ab. Ich bin gelernter Kfzler und habe dann später auch meinen Kfz-Meister noch gemacht. Den üblichen Werdegang, weil ich auch irgendwann für mich mal beschlossen habe, ich möchte halt damit spätestens 30 Jahren aus der Werkstatt raus sein. Und ja, aber Quereinstieg, Matthias hat es gerade eben schon angedeutet, habe ich dann damals tatsächlich auch mal den Weg ins technische Training zunächst gefunden, aus meiner Rolle als Kfz-Meister heraus. Und da sind wir uns dann über den Weg gelaufen. Ja. Der erste Eindruck war sehr interessant. Also mein erstes Zusammentreffen mit Matthias Kannegieser. Mhm. Ich habe den da gesehen, da hat er irgendwie so einen komischen Schal um den Hals gewickelt gehabt und keine Ahnung was nicht. Das war stylisch. Das war stylisch. Ich dachte, was ist denn das für ein Vogel? Ja, aber umgekehrt hat er, glaube ich, über mich auch was gedacht. Ich habe meinen Teil mir gedacht. Ja. Du hast dir deinen Teil gedacht, ja. Naja, aber irgendwie wurden wir zusammen in ein Projekt hineingeschmissen. Das war, was war das für ein Thema? Weißt du das noch? Ja, das hatte tatsächlich dann auch ganz schnell was mit AMG zu tun. Das war erstmal so eine Diagnose-Techniker-Weiterbildungsgeschichte. Das weiß ich noch. Da haben wir dann auch eine internationale Trainer-Veranstaltung gemacht, in der es dann plötzlich auch gar keine Dolmetscher mehr gab, zumindest für Englisch. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war auch lustig. Grande Katastrophe. Hands-on Englisch. Alle fanden es lustig, wir auch. Ja. War aber echt toll, muss ich echt sagen, tolle Erfahrung. Und dann ging es eigentlich relativ schnell in das ganze Thema AMG rein und ja, seitdem hat uns das irgendwie nicht mehr losgelassen. Ne? Ja, also wir hatten dann tatsächlich auch innerhalb dieses Trainingsdienstleisters hatten wir dann auch den Ruf als Zwillinge weg, muss man sagen, weil wir ja sämtliche Projekte gemeinsam gestaltet und umgesetzt haben. Das lief auch sehr erfolgreich, kann man auch im Nachgang wirklich sagen. Und irgendwann kam der Tag X, wir haben uns jetzt in Kurzform erzählt, dazu entschlossen zu sagen, okay, wir schlagen jetzt einen anderen Weg ein, wir firmieren uns selbstständig. Ich war es zu dem Zeitpunkt schon, hatte auf eigene Rechnung gearbeitet und daraus ist die Firma Shift2Passion entstanden, pünktlich zum, ich glaube, 1. Oktober 2014 war das. Genau. Genau. Und seitdem gibt es die Firma Shift2Passion zunächst ausschließlich als Trainingsdienstleister, mit dem primären Fokus Mercedes-AMG. Später dann im Juli 2018 haben wir dann uns dazu entschlossen, auch auf vielfache Nachfrage und auch im Zuge des Ausbaus dieser Halle hier, die wir im Hintergrund sehen, zu sagen, okay, lass uns doch auch wirklich diese Autos reparieren, lass uns doch wirklich das machen, was wir tagtäglich unseren weltweiten Teilnehmern versuchen beizubringen und zu trainieren. Lass uns das doch selber in der Praxis umsetzen. Und ich glaube, das heißt, unser Wunsch, den wir irgendwann mal hatten, mit 30 raus aus der Werkstatt zu gehen, der ist ja völlig misslungen eigentlich, ne, wenn das so ist. Ja, nicht gar nicht. Temporär hat es uns das gelungen. Irgendwann sind wir dann wieder zurück. Aber ich glaube, man kann auch sagen, wir haben mittlerweile so viel Spaß wie noch nie an der ganzen Sache entwickelt und uns freut das eben auch hier für unsere Kunden hier tatsächlich dieses Thema auch in der Praxis umzusetzen. Technische Trainings machen wir nach wie vor, aber ein Großteil unseres Alltags bestimmt mittlerweile wirklich die Reparatur, Instandhaltung von Mercedes-Benz und Mercedes-AMG-Fahrzeugen. Und ich glaube, das können wir auch ganz gut. Ja, das hat für uns jetzt, glaube ich, 5 Jahre gedauert, bis wir uns jetzt mal so sortiert haben, dass wir wissen, wo tatsächlich im Detail auch unsere Stärken sind. Das heißt, die haben wir dann auf jeden so verteilt, dass sie auch am besten einzusetzen sind. Und das funktioniert jetzt ja in der Konstellation sehr gut. Wir sind aktuell ein Team mit 5 Leuten, also einem Auszubildenden und 2 Angestellten und ja, uns beide halt. Und wir ergänzen uns da in alle Richtungen gut. Das heißt, wir haben diverse Sachen, man sieht es auf ihrem Hintergrund stehen, die uns da so begleiten. Und unser Blumenstrauß ist sehr, sehr bunt. Markus, was machen wir so eigentlich alles so hier? Ich würde sagen, wir nehmen euch da einfach mal durch einen kleinen Rundgang mit durch die Halle und stellen euch das mal vor. Das hier ist ein schönes Beispiel von dem, was wir hier so tagtäglich tun. Das ist ein AMG GTR, der vom Kunden auch gerne mal auf der Rennstrecke eingesetzt wird. In dem Zuge kam er jetzt im Vorfeld mal zu uns mit dem Ziel, dass wir das Auto fertig machen dafür für die neue Saison. Wir benutzen dafür unter anderem so eine Checkliste, die ist von uns selber erstellt worden. Die ist zweiseitig, wo wir, ich sag mal, die Basics einfach mal durchchecken, die in Vorbereitung wichtig sind für so einen Trackday. Ich meine, so ein Auto muss ja auch sicher dort funktionieren. Das Auto im Speziellen bekommt darüber hinaus auch einen Aerodynamikumbau, bestehend aus zahlreichen Teilen, wie man hier sieht. Auch die Bremsenkühlung wird optimiert. Es kommen andere Bremsbeläge zum Einsatz. Die Bremsleitungen werden auf Stahlflex-Bremsleitungen umgerüstet. Also das sind solche Arbeiten, die wir auch durchführen. Abgerundet wird dann das Ganze durch eine Achsvermessung, die kundenindividuell durchgeführt wird. Das heißt, wir greifen dann nicht immer pauschal nur auf Standardwerte vom Hersteller zurück, sondern wir lassen da auch Erfahrungswerte einfließen und berücksichtigen in dem Zuge auch, was denn der Kunde da mit dem Auto letztendlich auch anstellen will. Ja, so viel mal dazu. Als nächstes gehen wir mal in Richtung ältere Generation, was das Auto angeht, aber auch was den Erklärer angeht, nämlich zu Matthias. Und würde ich sagen, schauen wir mal zum Strich 8 rüber. So, ja, danke Markus für die nette Übergabe zum Thema alt. Ja, muss ich nicht viel sagen. Einfach hier geht es um schön und erfahren, nicht um alt in dem Sinne. Nee, auch sowas machen wir. Klassiker, kommende Klassiker werden von uns technisch komplett betreut. In dem Fall ist es sogar eine komplette Überarbeitung, Sanierung vom Antriebsstrang, die bei uns hier hängen bleibt. Für das Thema Lack haben wir einen Fachbetrieb und werden das ganze Auto wieder in einem schönen Zustand versetzen, dass der Kunde Spaß hat, aber auch der Werterhalt sicher ist. In dem Sinn würde ich das ganze Ding jetzt wieder an den Markus übergeben, weil der steht an einem schönen roten Spielmobil und hier geht es um die Gameboy-Generation, die hier nur mit Computer und sonst nicht weiterkommt. Nein, Quatsch, war Spaß gewesen. Sehen dir die Argumente raus, ne? Nee. Ja, schöner SL63 AMG, auch ein typisches Beispiel, was wir hier sehr oft und gerne auch natürlich betreuen. Das Fahrzeug ist hier pünktlich zum Saisonstart für eine Wartung nach Herstellervorgabe, die wir hier generell an allen Mercedes-Benz und Mercedes-AMG-Fahrzeugen durchführen. Das bedeutet, wir machen auch den Eintrag ins digitale Servicebuch und wir verwenden bei der ganzen Geschichte ausschließlich Originalteile von Mercedes-Benz und Mercedes-AMG. Ist aber nicht alles, was wir hier machen. Wir können auch Kundenwünschen gerecht werden, Sonderwünschen in dem Fall. Sprich, dieser Kunde möchte ganz gerne dieses Airmatic-Fahrwerk nochmal tiefer gelegt haben, um die Gesamtoptik noch ein bisschen zu verbessern. Kein Problem, machen wir. Wir haben hier allerlei Partner an der Hand, die uns mit den richtigen Teilen hierfür beliefern können. Und Distanzscheiben können wir hier verbauen oder haben wir hier verbaut. Und das Allerwichtigste, denke ich mal, auch Matthias hat es vorhin schon an dem Strich 8 da kurz angesprochen, wir greifen natürlich gerne auch auf Partnerfirmen zurück. Last but not least wünscht sich der Kunde für diesen M157, diesen 5,5 Liter V8, noch eine Leistungssteigerung. Auch der wären wir gerecht. Und in Summe wird dann der Kunde hier ein Fahrzeug zurückerhalten, was ja, nicht nur schneller ist, sondern auch sauber gewartet. Auch eine typische Arbeit, wie gesagt, die wir hier durchführen. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir hatten es gerade schon so ein bisschen vom Motor gehabt. Wir switchen rüber nochmal zu Matthias ein letztes Mal, und zwar in seinen heiligen Motorbereich, und er wird euch mal zeigen, was er da so veranstaltet. So, ja, auch das einer unserer Schwerpunkte, sowohl Getriebe als auch Motoren, Instandsetzung bis in jedes kleine Detail bieten wir natürlich hier bei uns im Haus an. Wie ihr hier an dem Beispiel sehen könnt, hier liegt ein Motor 156 in alle seine Einzelteile zerlegt. Machen wir jede Art von Instandsetzung. Natürlich auch hier kooperieren wir mit einer Zylinderschleiferei, die für uns die ganzen, ich sag mal, mechanischen Bearbeitungen durchführt. Aber die Montage findet bei uns hier grundsätzlich im Hause statt. Sowohl Motoren als aber auch Getriebe. Nicht nur für aktuelle Motoren und Getriebe, sondern auch mal für einen Klassiker. Das heißt, wenn wir dann hier rüber gehen, steht hier noch so ein schönes Projekt von einem alten SL 560, das heißt aus der Baureihe 107, ein Achtzylindermotor. Wenn wir dann hier weiter in die Ecke gehen, sehen wir dann hier schon die vorgereinigten Teile für unseren Motor 120, ein 12-Zylinder, 6-Liter-Motor. Ja, und wie es der Markus vorhin schon gesagt hat, natürlich verwenden wir hauptsächlich originale Mercedes-Benz-Ersatzteile. Das sieht man auch hier sehr schön an der ganzen Auswahl, die hier schon vorbereitet liegt, um einfach die Endmontage bereits vorzubereiten. Ja, auch das findet bei uns hier im Hause statt, und dann würde ich sagen, habt ihr mal einen guten Einblick gekriegt, was wir alles so tun. Markus, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja, One Man, One Engine wird hier auch noch gelebt, ne? Das stimmt. Ja, kann man so sagen. Ja, der erste Einblick, das ist die Firma Shift2Passion, das ist das, was wir auf Werkstattseite hier umsetzen und machen für euch und für Sie. Und wenn ihr das spannend findet, dann würde ich sagen, klickt gleich mal auf Abonnieren und aktiviert die kleine Glocke. Ganz wichtig, weil dann verpasst ihr auch unsere zukünftigen Projekte nicht mehr. Und ich glaube, da wird noch einiges Spannendes kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also bleibt dran. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin folgt, und bis bald. Dankeschön. Ja? So, hi, ich bin Markus. Nein, vergiss es. Nee. Hallo und willkommen bei Firma Shift2Passion. Sorry. Ich war schon am Loslauf, aber das habe ich jetzt verkackt. Programm, auch solche Wünsche können wir umsetzen. Und dieses Video ist absolute Scheiße. Ja. Und deswegen machen wir das nochmal. Das ist ein bisschen anders als alt. Das ist Technik, die muss man einfach können. Weil hier geht kein Laptop, kein Rechner, kein gar nichts, und dann kommt jemand zur Tür rein, das müssen wir aufhören. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Und nochmal.